Hallo, liebe Studierende, herzlich willkommen in dieser ersten Woche der Vorlesung Designprozess und Designwerkzeug. Ich hoffe, Sie haben die bisherige Woche gut überstanden und sind jetzt im Semester angekommen. Dass wir die Anfangsschwierigkeiten, die wir heute dem Stream hatten, haben, falls das für Sie immer noch ein bisschen schwierig ist, dann Chat, geben uns da Kommentare. Wir würden uns da bemühen, das so bald als möglich zu korrigieren. Lassen Sie sich nicht zu sehr ablenken, und laden die Vorlesung ein. Wir haben aus meiner Sicht ein ganz gutes Paket für Sie geschnürt, ein buntes Potpourri aus Design-Themen, Design-Methoden, Fragen, weil auch Sie sind ja eine bunte Sammlung aus ganz unterschiedlichen Studienrichtungen. Und deswegen würde ich erst mich ganz kurz vorstellen, aber dann nochmal zu Ihren. Und Sie bitten, das dann auch in den Chat zu schreiben. Kurz zu meiner Person. Ich bin seit 2012 hier in der Professur als Juniorprof zunächst und dann als richtiger Professor seit 2019 angestellt, habe auch hier in Dresden studiert, Maschinenbau und komme jetzt dahin, eigentlich Ihnen mit der ganzen Reihe von Vorlesungen das Design-Thema näher zu bringen. Und das tun wir seit diesem Jahr noch einmal intensiver. Eben auch für Wirtschaftsingenieure und Wirtschaftsingenieurinnen, und schon seit längerem auch eben für Studenten des Masters in der Psychologie, darüber hinaus aber auch für Lehramtsstudenten, Bauer und Produkte, die in das Technische Design einsteigen. Und das, was Sie heute mit mir hören, ist die Zentrale, bei der es darum geht, ganz grundlegend Designs anhand des Designprozesses weniger Designprodukte zu vermitteln. Und insofern würde ich gern mit Ihnen so ein bisschen auch dieser digitalen Vorlesung ausprobieren und würde gerne fragen, wenn Sie mit in die Lehrveranstaltung und super schön, wenn Sie in den Chat schreiben könnten und danach von der Lehrveranstaltung erhoffen und erwarten. Und dann könnten dann einige dieser Erwartungen gemeinsam diskutieren, Sie sich ein bisschen einfinden und ich habe einige der möglichen Erwartungen für Sie als Zusammenfassung vorbereitet. Da gerne gemeinsam reinschauen. Noch ist der Chat leer. Ich glaube, die Vorlesungsrunde jetzt nicht so. Aber es würde mich total freuen, wenn wir schon heute da so ein bisschen in den Dialog kommen können. Das ist super gut, und Sie schon mal sagen, dass es technisch genauso funktioniert wie heute Morgen, nämlich nicht so ideal, wie wir uns das vorgestellt haben. Felix ist im Hintergrund da zwar am Werkeln, aber wie gesagt, versucht euch im Moment so ein bisschen auf die Elemente zu fokussieren, an denen ihr mich versteht. Das tut mir total leid, dass wir so in diese Runde starten. Das war definitiv nicht von uns so gewünscht. Aber wie gesagt, schaut, dass ihr jetzt guckt, dass ihr an den Stellen nicht versteht, wo es nicht hakt. Und tatsächlich tragt ein bisschen mehr in den Chat noch ein, außer den technischen Fragestellungen, was ihr an Inhalten habt. Ja, wenn jetzt von euch jemand schreibt, dass es große Aussetzer gibt, dann haben wir da tatsächlich noch ein Problem. Und Felix, du müsstest mal gucken, was wir da jetzt tun. Wir haben das heute Morgen schon ein Stück hin und her probiert. So richtig viele Alternativen hatten wir dazu nicht. Deswegen an der Stelle vielleicht auch ein Dankeschön in die Vorbereitung, auch wenn das immer in schwierigen Situationen nicht gerade der beste Moment ist, an Felix, der sich hier um die ganze Technik kümmert und den ihr in den nächsten Wochen auch für eure Lehrveranstaltung intensiver inhaltlich erleben werdet, der jetzt natürlich erstmal ein bisschen schwitzt, um zu schauen, wo es denn irgendwie jetzt liegen könnte und wie wir das besser machen können.
Danke Ja, vielleicht mal die ganz Tipps. kurz auch ein Hallo von meiner Seite. Wir versuchen das hier so gut wie es geht zu regeln. Full HD Stream ist an der Stelle einfach auch nötig, damit ihr auch lesen und sehen könnt, was hier passiert. Und wie gesagt, nächste Woche kriegen wir das dann schon deutlich besser hin. Und jetzt ist das einfach erstmal ein nicht ganz so super guter Einstieg und trotzdem aber viel Spaß bei der Veranstaltung mit den Themen, die Jens euch jetzt gleich präsentiert. Danke dir, Felix. Einer von euch schon mal schreibt, dass der Ton besser ist, dann klingt es da auch schon mal ganz gut. Die erste hat zunächst geschrieben, dass es keine konkreten Erwartungen gibt und hat dazu noch ein Lächeln geschickt, das ich dann lächeln. Offenheit ist schon mal sehr hilfreich für den Kurs. Und eine andere von euch oder ein anderer hat noch eine technische Warteliste. Ja, von euch sind jetzt 64 für den Kurs eingeschrieben. Gerade sind nur 39 Stream. Insofern bleib einfach gern dabei. Poste uns bitte noch eine E-Mail mit der konkreten Frage und dann sehen wir weiter. Das war ein super Start anhand eurer Kommentare. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal durch die Vorlesung. Die seht ihr. Ich hoffe, ich habe auch jetzt wieder einen etwas weniger trockenen Mund und wir laufen einfach mal durch das, was euch erwartet. Und im besten Fall klingt euch dann einfach wieder in den Chat, wenn ihr eine Frage zu den Inhalten habt. Auch das würde uns helfen. Also, die Zusammenfassung dessen, was so an Erwartungen kam, war, dass wir wesentliche Designgrundsätze behandeln werden, dass es einen starken Praxisbezug dessen gibt, was wir da tun und dass es ein Einbett Anfang in das Thema Designgeschichte sowie einen guten Methodenüberblick, weil die meisten von euch werden zukünftig ja weniger als Designerinnen und Designer arbeiten, aber möglicherweise mit vielen Designern, Interface-Architekten und ähnlichen Personen zu tun haben. Und insofern ist es ganz hilfreich zu verstehen, welche Methoden mitbringen. Und das Letzte. Wir werden natürlich versuchen, ein paar interessante oder nicht versuchen, interessante Beispiele zeigen und anhand dieser interessanten Beispiele hoffentlich vermitteln, wie Design funktioniert, was für Personen das eigentlich sind, die das tun. Und da werdet ihr Gelegenheit haben, dann hoffentlich in wesentlich besserer technischer Qualität, dass wir ein paar sehen werden als noch nicht. So, was erwartet euch in den Vorlesungen von Woche zu Woche? Wir werden heute mit Designgeschichte, wie ich gesagt habe, anfangen und diese Designgeschichte in eine kurze Einführung einpacken, sodass ihr ein paar zumindest schon mal gehört habt, ein paar Kernbegriffe kennt und wisst, was wir. Das Zweite, das ist dann schon der Kurs nächste Woche, wird euch das Praxisprojekt näher bringen. Die meisten, die euch schon gelesen haben im Modul, wissen, dass der aus zwei großen Teilen besteht, nämlich der eigentlichen Vorlesung und neben der Vorlesung eben diesem gemeinsamen Projekt. Und dieses gemeinsame Projekt wird euch nächste Woche Michael präsentieren, weil wir zum ersten Mal ein gemeinsames Projekt mit einem Industriepartner mit euch machen wollen. Wir hoffen, dass euch das hilft, genau diese Bindung an den Designprozess zu bekommen, die ihr euch wünscht, ist andererseits auch ein bisschen eine Herausforderung, weil da ist dann natürlich noch jemand, der eigentlich richtig coole Ergebnisse von euch sehen will. Aber wir hoffen, dass euch das motiviert. Bezüglich der Vorlesung, Felix hat schon nett, danke. Der dritte Punkt. Wissen, was eigentlich Design ist, in dem Prozess, so die Anfänge geschaut haben mit eurem Beispiel, werden wir uns mit dem Thema gutes
zu sein, den eigentlich heute so ausmacht. Und dann werden wir uns mit dem Ablauf dieser ganzen Schritte befassen. Also Design ist dann nicht nur ein Ergebnis, sondern wir beschäftigen uns damit, wie kommt es denn eigentlich zustande. Und dann sind wir schon bei Himmelfahrt und ihr habt das erste Drittel des Semesters geschafft. Werden wir anhand eures Praxisprojektes durchgehen und die Methoden sowohl in der Vorlesung, dann mit Kurzreferaten von eurer Seite und mit Inputs von meiner Seite plus dem Praktikum durchexerzieren. Der zweite sein, dass ihr Szenarien entwickelt und Designkonzepte, wie denn in diesem konkreten Beispiel eben mit den Kerzer-Produkten eine Lösung. Das macht ihr dann gemeinsam im Team. Die Teams werden so, dass ihr jeweils aus jeder Disziplin einen oder gar zwei Personen dabei habt. Insofern könnt das hat in den letzten Jahren gut geklappt und wir waren echt jeweils begeistert, was da an Ergebnissen erreicht wurde. Und als dritten Schritt in diesem zweiten Block werden wir dann den Prozess uns anschauen, das ist der, in dem es tatsächlich nochmal um das Zeichnen gehen wird, Modelle, um die Geometrie, die hinter dem Design steht. Und dass das erst so spät kommt, gefühlt vielleicht zu spät, das liegt daran, dass sich Design sehr verändert hat in den letzten Jahren und es ein umfassendes Themenfeld gibt, was man, bevor man den Zeichnen eigentlich noch behandelt. Deswegen brauchen wir da einen Moment Zeit. Und den Abschluss in diesem Punkt bildet dann das Entwerfen als einen Iterationsprozess, sodass ihr nochmal einsteigt und verstehen könnt, dass es nicht Prozess einmal zu durchlaufen, sondern dass es Folge in diesem Durchlauf gibt, die sich mit den Verbesserungen und der Entwicklung in einzelnen Formen auch wiederholt. Und dann sind wir bei der Vorlesung. Da ganz guten Überblick und wir sind in der Lage, da nochmal was drauf zu sagen. Ich gern mit einigen unserer Doktoranden machen und die werden euch was nahebringen. Ich hoffe, die meisten von euch auch ein spannendes und sehr notwendiges Thema. Das war schon seit langem ein Thema im Design und insofern möchten wir euch das keinesfalls vorenthalten. Wird es einen Abschluss geben zu eurem Projekt, weil wir werden gleich heute nochmal hören, gutes Design hat auch viel mit Details zu tun und für diese Details muss man sich an der richtigen Stelle auch notwendigerweise Zeit nehmen. Und dann tatsächlich nochmal zu Farben und Materialitäten, um zu sagen, okay, wir wissen, was wir umsetzen wollen, soll es denn nur eigentlich orange, blau oder grün werden? Auch hier nicht davon überrascht sein, dass dieser Schritt erst so spät kommt. Oft ist es tatsächlich so, dass dieser Punkt erst sehr, sehr spät kommt und es gibt vorher einfach total viele Fragen, die zu klären sind. Und dann werden wir in der vorletzten Veranstaltung nochmal, um euch zu zeigen, wie Design aktuell in Startups funktioniert. Das ist insofern eine spannende Mischung, als das sowohl konzeptionell als auch sehr produktorientiert ist. Die Leute meist ein breites Portfolio an Aufgaben haben und ist in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt. Insofern ist es vielleicht auch spannend. Bildet die Wiederholung und dann euch in eine Klausur. Dazu später mehr. Ich hoffe, das hat euch jetzt einen Überblick gegeben und so ein bisschen einen roten Faden. Ihr werdet von uns auch den Ablauf der Lehrveranstaltung mit den zugehörigen Praktika nochmal erhalten und noch verschränkt ist. Ich werde mich heute, wie ihr ja seht und hoffentlich mit einiger Verständlichkeit, dem Thema Vorlesung widmen. Es soll es darum gehen, tatsächlich um diese Design-Einheit. Von Mensch, Technik und werden wir ein wenig streifen. Designgeschichte als ein kurzer Vorgriff. Da möchte ich mich schon gleich entschuldigen. Designgeschichte ist an vielen anderen Hochschulen natürlich eine eigene Vorlesung. Und ja, ein junges Fach verglichen mit ganz vielen anderen.
Aber trotzdem gibt es schon eine Geschichte, die weit über 100 Jahre alt ist, die das anhand des Bauhausjubiläums doch wahrgenommen haben. Und insofern gäbe es da total viel zu erzählen. Das in so ein 20 Minuten, 30 Minuten Paket zu schnüren, damit wir ein paar der Andockungen, zu denen man euch durchaus fragen könnte. Wo ist denn jetzt Design eigentlich? Dort, wann sprechen wir über Design? Was kann denn eigentlich Design? Und manchmal ist es dafür ganz schön, wenn man sich von dem Begriff zunächst nochmal einfach löst. Und das Design-Thema ist dann eines, was sich immer um Innovation dreht. Und dieses Innovationsthema, und das ist ganz schön und ganz wichtig zu verstehen, ist eines, was immer ein Schnittstellenthema ist. Entschuldigt den Begriff, ich werde heute noch ein paar Mal sprechen, aber damit wir Services machen, die tatsächlich Menschen erreichen, Menschen, die wollen, Menschen, die diese Produkte besitzen wollen, Menschen, die für diese Produkte arbeiten wollen, ist es nur mitzudenken und nicht nur mitzudenken, sondern durchaus manchmal in den Fokus zu rutschen. Das zweite große Thema ist, dass es, und dafür seid ihr an der Technischen Universität gelandet, um Technologien gehen wird. Welche Technologie ist denn wozu in der Lage? Wo ist die gerade, diese Technologie? Ist die längst etabliert oder ist die gerade noch im Markt im Wachsen begriffen? Das sind Fragen, die hier reinspielen. Und damit wir das Ganze so nachhaltig wie irgend möglich machen können, muss es unternehmerisch auch erfolgreich sein. Und diese unternehmerische Facette, ja, die spielt dann natürlich eine entsprechende Rolle und ist dann auch mitzudenken. Schauen wir einen Schritt weiter. Nutzerzentriert ist dafür einer der Kernbegriffe, den ich mit Menschen begonnen habe. Das zweite ist, es ist umsetzbar. Das ist dieser Bereich zwischen dem unternehmerischen und dem technologischen. Und natürlich ist es am Ende gewinnbringend und zwar in möglichst vielen Facetten. Ja, also gewinnbringend heißt es nicht nur, dass ich Gewinn auf meinen Umsatz mache, sondern gewinnbringend heißt auch auf Seite derer, die das benutzen, dass sie einen persönlichen Wert erfahren, indem sie das benutzen. Ja, insofern stellt euch da jeweils ein ziemlich großes Begriffsverständnis vor, auch wenn es das im ersten Moment oft schwer macht. Wo sehen wir uns dann als DesignerInnen? Ja, wenn ich von Innovation spreche, sind wir dann also Innovationspartner, ja, und immer in interdisziplinären Teams begriffen. Ich glaube, die wenigsten von euch Ihnen werden überhaupt noch so klassisch singuläre Designer kennen. Ja, Philipp Stark war da einer, der im Zweifelsfall im Möbelbereich nach dem einen oder anderen sagt. Aber vermutlich sind die Namen von Designern, die ihr kennt, wie Jonathan Ive von Apple, ja, um zu sagen, das sind alles Personen, die in riesigen Teams agieren. Und das ist auch so, wie Design heute in den allermeisten Fällen entsteht, weil wir halt in komplexen Umgebungen existieren. So, und das bedeutet dann, dass für so ein Innovationsprojekt zu sagen, wie sieht denn die Landwirtschaft von morgen aus, man sowohl was verstehen muss von Mobilfunk, man muss möglicherweise zwischen großen Konkurrenten wie Claas und John Deere zusammenarbeiten können. Und man muss das Ganze gemeinsam mit einem Team hier an der Universität umsetzen. Und das sind dann wirklich spannende Projekte, in denen Design auch einen großen Mehrwert leisten kann. Nicht nur, indem es am Ende die richtige Farbe festlegt, sondern indem es tatsächlich sagt, wie es denn aussehen könnte. Und ansonsten, geht es, wie ich gesagt habe, immer um den Menschen. Ja? Und egal wie groß die Maschine ist, über die wir nachdenken, egal wie groß das Möbel ist oder ob wir wie in einem der nächsten Beispiele über einen Fahrstuhl nachdenken, ist immer eine Frage, wie steuere ich das? Wie stelle ich mich in Bezug als Mensch? Und das sind Fragen, die man sowohl mit Baumaschinenherstellern wie Liebherr bespricht, mit Technologieunternehmen wie Träger, die sowohl Medizintechnik machen, jetzt im Corona-Bereich euch aber möglicherweise auch mit ihren Atemschutz
wurde mit Otto Bock, die richtig tief im Rehabilitationsbereich unterwegs sind und eigentlich zunächst gar nichts mit Industrie zu tun haben scheinen. Wenn ihr auf dieses Bild nochmal guckt, dann ist das für uns der Ausgangspunkt all dieser Überlegungen. Da ist ein Mensch, der oder die hat persönliche Notwendigkeiten, persönliche Vorlieben, persönliche Bedürfnisse, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und diese sind unterschiedlich, je nachdem, in welchem Kontext sich diese Person bewegt. Und erst wenn ich diesen Blick einnehme von diesem Menschen, mich in seinen oder ihren Kontext versetze, dann kann ich auch tatsächlich über Lösungen nachdenken, die an dieser Stelle einen Mehrwert leisten. Und das ist eine Position, die es euch in diesem Semester Aufgabe ist, sehr, sehr oft einzunehmen. Und das können im Zweifelsfall super unterschiedliche Positionen sein. Und da ist keine dieser Positionen besser oder schlechter, sondern es ist absolut essentiell, dass ihr in der Lage seid, verschiedene Positionen zu verschiedenen Zeiten im Prozess einzunehmen, diesen verschiedenen Positionen mitzunehmen oder auch die Konflikte in diesen Positionen tatsächlich zu erkennen, zu bearbeiten und nach Lösungen zu suchen, die möglicherweise ein Kompromiss sind oder disruptiv genug, um die scheinbaren Gegensätze tatsächlich auflösen zu können. Das gelingt längst nicht immer, aber das ist ein sehr, sehr spannender Anspruch. Und insofern behaltet im Kopf, dass Design ein Schnittstellenthema ist, Design verbunden mit diesen Menschen und ihren realen Bedürfnissen und dass diese Kontextualisierung super wichtig ist, weil es einen riesigen Unterschied macht, ob ihr zu Hause eine Schlagbohrmaschine benutzt für möglicherweise 5 oder 6 Löcher pro Jahr, der ein oder andere auch wesentlich weniger. Oder ob jemand auf der Baustelle eine Schlagbohrmaschine benutzt, der pro Tag eher 500 Löcher damit machen soll. Ja? Also Kontext ist da ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und letztes Beispiel an dieser Stelle. Was passiert, wenn Design sehr, sehr gute Arbeit macht? Dann ist es durchaus hilfreich, eine Idee zu vermitteln an die. Ja? Hier geht es darum, zu entwerfen und da sind Leute dabei, die haben sich eigentlich nur mit Scheinwerfern beschäftigt. Ja, was soll ich mit dieser ganzen Kabine? Da sind Leute dabei, die haben sich nur mit Aluminiumgestänge beschäftigt. Was ist mir doch eigentlich egal, wie diese ganze Kabine aussieht? Ja, und dann kommt es aber zu dem Punkt, dass der die Lampen entwickelt, eigentlich mit seiner Abwärme, und der das Gestell hat, sagt, total viel Metall drin verbaut. Wenn wir deine Leuchte an mein Gestell anbinden, dann könnte das eine ziemlich coole Geschichte werden. Dafür muss man aber den Boden ebnen und tatsächlich Dinge vorausdenken, Dinge, um darüber zu diskutieren und sie im schlimmsten Fall auch zu zerreißen. Das nicht. Und der zweite Punkt ist, dass Design, wenn es denn gut funktioniert, diese Dinge auch beschleunigt. Eben weil es Werkzeuge nutzt, Disziplin so nicht so super. Das fängt mit Bildern an, das geht über ganz viele Gegenstände, das hat viel mit Partizipation zu tun und nur wenn ich so komplexe Themen in dieser Art und Weise gemeinsam angehe, komme ich da auch schnell voran. Und das Beispiel, an dem ich das jetzt abschließend für euch nochmal ganz kurz darstellen will, um zu sagen, wie groß ist das Design inzwischen, ist dieser Multifahrstuhl von ThyssenKrupp. Das ist ein Fahrstuhl, der selber schon seit Jahren Vorstunden arbeitet und wir 2018 ja, dazu schon mal einen Preis eingereicht haben und der hoffentlich nächstes Jahr dann zum ersten Mal in Berlin verbaut werden wird. Ja. Wir schauen uns an, was da eigentlich passiert ist. Man hat sich zunächst mal angeschaut, wie kann denn ein Prozess laufen, in dem ein solcher Fahrstuhl denn überhaupt gemacht wird? Ja, das ist die Klammer zu dem zweiten Teil unserer Vorlesung, dass wir uns die anschauen und nicht nur die Personen davor und dahinter, sondern auch Sinn und das zusammen. Und da ist es so, dass
wieder die Bedürfnisse des Menschen im Mittelpunkt stehen, aber eben jetzt kombiniert werden mit den richtigen Methoden, um danach zu fragen, den richtigen Werkzeugen, um diese Bedürfnisse tatsächlich offensichtlich zu machen, weil ich als Techniker sehe nicht jedes Bedürfnis zunächst den Fahrstuhlfahrer, ja, oder möglicherweise von einem Hotelier, der überlegt, in seinem Gebäude einen solchen Fahrstuhl einzusetzen. Und die andere Sache, worüber wir nachdenken, ja, was wäre denn die Vision? Wenn wir jetzt einen Fahrstuhl haben und der von ThyssenKrupp als Multi wird der erste sein, der nicht mehr nur vertikal verfahren kann, weil er an einem Seil hängt, sondern der plötzlich kann, dann wird es einen großen Einfluss auf unsere Metropolen haben, die bisher streng vertikal organisiert sind. Und wenn ich jetzt plötzlich nicht entscheiden muss, ob ich aus meinem Gebäude in der 50. Etage nach unten fahre, unten quere und im nächsten Gebäude wieder 45 Etagen nach oben fahre, sondern ich sagen kann, ja, ich kann problemlos in der 50. in die andere 50. Etage wechseln, dann entsteht da eine ganz neue Verbindung, die unsere Infrastruktur echt nochmal verändern wird. Und dafür brauche ich die richtigen Produkte. Und auf Produktebene heißt das dann ganz praktisch, dass ihr euch festhalten müsst, wenn der Fahrstuhl zur Seite fährt. War bisher in den wenigsten Fahrstühlen nötig, weil hoch und runter hat bisher gut funktioniert. Die Frage, okay, wo halte ich mich denn eigentlich fest in so einem Fahrstuhl? Und für wie viele Personen habe ich da so einen Haltegriff? Wie eng, wie weit muss das sein? Und die zweite, mindestens ebenso offensichtliche Frage ist die, na, wie gebe ich denn eigentlich die Etage an, wenn ich gar nicht weiß, in welchem Gebäude eigentlich? Ja, wie steige ich ein in einen Fahrstuhl, ohne den neben mir zu befragen, wo er denn eigentlich hin will? Und wie zeigt mir der Fahrstuhl, dass ich jetzt da richtig bin und mir erstmal, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich möchte? Bandbreite, ja, sehr konstruktive bis zu sehr interaktiven Fragestellungen und damit nicht im Detail, aber im Überblick nächsten Wochen beschäftigen. Und ich hoffe, das entspricht jetzt zunächst euren Erwartungen und hilft euch, ein bisschen einzusteigen in das, was künftig kann. Jetzt Form, sondern wir alle tragen eine ganze Reihe von Bezügen in uns, die älter sind, in den meisten Disziplinen. Und insofern werden wir die nächste halbe Stunde deine Geschichte laufen, gemeinsam und uns angucken, wo kommt es denn eigentlich her? Es gab natürlich eine Zeit vor Design, ja, so wie es Disziplinen gibt. Und da gibt es ein paar ältere Disziplinen wie die Mathematik oder die Juristerei und es gibt ein paar jüngere wie Design. Dann werden wir uns angucken, wie das Design entsteht, um die ja. Da gibt es ein paar Bezüge, die man kennen sollte und kennen müsste. Und dann werden wir die letzten 50 Jahre kurz durchschreiten und die Wechsel in den Moden und das, was das Design da tatsächlich bewegt hat oder aufgenommen hat. So, wenn ihr jetzt schaut, was das Design tatsächlich vorher war, dann gab es eine viel ältere Disziplin, die schon mit Gestaltung zu tun hatte, und das war die Architektur oder auch die Plastik und Kunst. So, und als es dann darum ging, für neue Objekte wie Dampfmaschinen plötzlich Gehäuse, würden wir heute sagen, zu bauen, dann gab es da keinen Kunststoff und es gab niemanden, der wusste, wie denn eine Dampfmaschine. Was hat man also gemacht? Man hat sich an den Gestaltungsvorbildern alter Zeiten orientiert. Und insofern ist das halt hier eine Dampfmaschine, die aussieht wie ein Tempel, weil Tempel zu vielen Zeiten als symbolische und auch ästhetische Vorbilder galten. Ob das jetzt der Dampfmaschine, ja, in ihrem Aufbau besonders gut getan hat, das ist heute schwer zu sagen. Aber die Interaktion zwischen dem eigentlichen konstruktiven Aufbau einer solchen Maschine und dem Anspruch, dass er auch auf einem ästhetischen Level überzeugen soll, die hat sehr, sehr früh begonnen, ja, weil man war stolz darauf, dass man in dieser neuen Zeit neue Dinge tun konnte. Und nicht umsonst galten diese Dinge dann manchmal als neue Tempel einer eben neuen Zeit.
Etwas kleiner als Beispiel, meines Erachtens nach, aber ebenso leicht nachvollziehbar ist das Telefon. Ja? Gab halt eine Zeit ohne Telefon. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo das Telefon eigentlich nur noch eine App in einem Computer ist, den wir halt schlicht mit uns rumtragen. Und dazwischen gab es die Zeit, wo das Telefon zum ersten Mal entstanden ist. Und immer wenn etwas zum ersten Mal da ist, dann muss man sich fragen, welche Gestalt bekommt es denn? Und die ersten Telefone sahen also aus wie kleinere Möbel. Ja, das waren halt Kästen, in die ich das Telefon verbauen konnte. Und daran gab es eine Strippe, mehr so wie so ein Klingeldraht. Und es gab etwas, wo ich hineinsprechen konnte. Ja, und dann musste mir das Telefon noch signalisieren, dass ich angerufen werde. Also gab es noch einen Platz. Das ist was, was ich bisher einfach in meinem Haus genauso wiedergefunden habe. Ja, es gab Möbel. Es gab auch vorher schon eine Klingel. Und wenn ich was zum Reinsprechen brauche, dann ist das mit so einer Eistüte vielleicht ganz gut gemacht, die da rechts hängt. Und dann hat man einen riesigen Sprung gemacht, ja, innerhalb von grob 40, 50 Jahren zu dem Telefon, was ihr da rechts seht. Ein Sprung hinsichtlich der Benutzung. Ja. Warum soll denn nicht der Lautsprecher in dem Telefon dort angebracht sein, wo mein Ohr ist? Und warum ist der Abstand zwischen der Sprechmuschel und dem Ohr nicht vielleicht dann gleich der Griff? Und habe ich damit nicht einen Platz für diese Griffgeschichte an meinem Telefon? Und wie rufe ich denn überhaupt an? Wie wähle ich aus, wen ich denn anrufe? Und ist so eine Wählscheibe, an der ich technisch leicht umzusetzen, ja, in der Abnahme über ein Rotationssignal einfach sage, okay, welche Nummer will ich jetzt wählen? Ein möglicher Zugang. So, welche Materialien habe ich dafür? Möglicherweise eben nicht mehr Holz, sondern jetzt einen neuen Kunststoff. Den kann ich auch ganz anders verarbeiten und dann ist es nicht mehr eckig und das Ornament auch gar nicht mehr nötig, sondern das Ganze ist jetzt plötzlich eine in sich ziemlich stimmige Form, selbst für uns heute noch. Und das sind Prozesse, die sich ganz, ganz oft vollzogen haben in dieser Zeit. Und neben diesen Prozessen, die sich an den Produkten vollzogen haben, gab es Prozesse, die eigentlich mehr die Industrie betroffen haben oder gar unsere ganze Gesellschaft. Und da ist der Lockdown dann vielleicht doch mal ein bisschen hilfreich, wenn ich in den letzten Jahren danach gefragt habe, wer denn schon in Hellerau in der Gartenstadt war, dann war das immer ziemlich wenige von euch. Möglicherweise sind es jetzt ein paar mehr. Der Beginn des Semesters ist auch immer ein Beginn, um mal in die Gartenstadt zu gehen, weil es ist da auch Frühling. Ihr habt hier in Dresden einen Ort, eben die Hellerauer Gartenstadt, die um die vorletzte Jahrhundertwende, 20er Jahre, ja, in Berlin einer der Hotspots für die europäische Kunst-, Möbel- und Gesellschaftsszene war. Ja, wo verhandelt wurde, wie wollen wir denn zukünftig leben und arbeiten und was für eine Art von Kultur wollen wir denn eigentlich haben. Dresden war nicht immer nur barock. Und insofern lohnt es sich auf alle Fälle, da mal hinzugucken. Das, was ihr im Bild seht, sind die alten Werkstätten der Hellerauer Möbelwerke. Und da hat man versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen dem ästhetischen Anspruch des Einzelstücks, des Künstlers und einer industriellen Produktion. Das war die Geburtsstunde von solchen sogenannten Manufakturen. Und eine dieser Manufakturen hat sich jetzt tatsächlich auch gehalten und ziemlich genau gegenüber dem Bild, was ihr jetzt seht, seht ihr die neue Dresdner Werkstätten, ja, oder Hellerauer Werkstättenfertigung. Und könnt da mal schauen, was da eigentlich gerade passiert. Und ihr werdet sehen, das ist ein ganz anderes Arbeitsbild, wo sich die Werkhalle und die Büros quasi durchdringen, weil es halt ein iterativer Prozess ist, neue Dinge nachzudenken, neue Dinge zu bauen und die dann in höchster Qualität zur Vollendung zu bringen. Insofern sage ich das ans Herz gelegt, die eine der andere macht einen Ausflug dahin. Und ansonsten beschäftige ich euch einfach mal kurz, was Hellerau denn eigentlich für Dresden vielleicht gemacht hat und darüber hinaus auch. Jetzt zu dem, was ich vorhin schon erwähnt habe und was jeder von euch zwingend kennen muss, ja, das Bauhaus. Zu dem Bauhaus gibt es ohnehin so wahnsinnig viel Literatur und ganz, ganz viele Bilder. Ich hoffe, alle von euch haben dazu schon was gesehen. Weshalb? Ja.
Und dieses Kurzfassen sieht dann so aus, dass ich euch zumindest mal einen Einblick gebe in das Portfolio der Lehre damals und die Überschneidungen, die da vorgesehen waren. Und das ist spannend, weil das ein Profil ermöglicht, was es eben nicht mehr eine reine künstlerische Ausbildung werden ließ, sondern man hatte Zugang zu einer Metallwerkstatt. Für die meisten Maler der damaligen Zeit ein völlig undenkbares Ding. Und andersrum hatten Industrie- und Textildesigner plötzlich Zugang zu einer Holzwerkstatt. Dieses Miteinander, ja, dieses Miteinander von Arbeitsformen, dieses Miteinander von Materialien, dieses Miteinander von ganz unterschiedlichen Zielrichtungen, ja, dem Kunstobjekt, was ein Einzelstück ist, und der Lampe, die ein Serienprodukt ist. Das ist einer der Kernpunkte, weshalb das Bauhaus so erfolgreich war auf die lange Sicht. Ja, und so verrückt in der damaligen Zeit. Ja, wer noch nicht in Dessau war, auch das ist definitiv ein Besuch wert. Ihr habt da das alte Bauhaus und das neue Bauhausmuseum. Und wer sich anschaut, wie die Bauhausbilder, ja, in der damaligen Stadtlandschaft gewirkt haben, der ist sehr, sehr nah dran an diesem Multi-Beispiel vom Anfang. Da ist nämlich ein UFO gelandet, mitten in einer sehr, sehr klassischen Zeit. Und Dessau war damals aber auch kein verschlafenes Nest, sondern Dessau war damals einer der Hotspots für die modernen Themen der Industrialisierung. Ja, also da ist Haustechnik entstanden, da sind Flugzeuge entstanden und insofern war das ein sehr spannend gewählter Ort, diese Stadt. Und ich will euch nicht zu sehr mit Namen malträtieren, aber ein paar Namen fallen in der Vorlesung dann doch. Und insofern soll Walter Gropius als einer der Leiter des Bauhauses nicht unerwähnt bleiben. Selber Architekt hat er sowohl für das Bauhaus selbst als auch für ganz viele Partner des Bauhauses Architektur betrieben, aber gleichzeitig das ganze Thema Design und Kunst immer im Zusammenhang gedacht. Ja? Und es ist eines seiner Verdienste, dass diese Punkte in Dessau im Bauhaus sowohl Raum fanden, als auch im Zusammenspiel zum ersten Mal auf derart interdisziplinäre Weise, würden wir heute sagen, gedacht wurden und damit auch wirklich disruptiv, kann man heute sagen, unterwegs waren. Jetzt wechseln wir über den Atlantik und verlassen Europa. Ist Europa der Nabel der Welt? Wir steuern auf das asiatische Jahrhundert zu oder sind schon mittendrin. Insofern ist es nur fair, zwischendurch mal in die andere Richtung zu schauen und zumindest zur Kenntnis zu nehmen, was in den USA denn eigentlich passiert ist. Ja? Und das ist ein anderer Umgang mit diesem Technologiethema. Die Manufaktur, Historie dazu gar nicht so stark. Davor hatte man einen ganz anderen Fortschrittsglauben. Und dieser Fortschrittsglaube hat sich anders manifestiert, als das in Europa der Fall war. Nämlich in diesem Thema Styling und in dieser Person, ja, Raimund Löwy, noch ein Name, der an dieser Stelle durchaus genannt werden darf, der hat jetzt quasi einmal das komplette persönliche Umfeld einer Person gestaltet. Vom Mülleimer über Züge, über komplette Mobiliare, einmal sozusagen ein neues Set an der Ausrüstung, die wir brauchen, um in die Zukunft aufzubrechen. Und das, was ihr hier seht, ich glaube, die meisten von euch haben auch entsprechende Comics an der einen oder anderen Stelle schon mal gesehen. Diese Heckflossen und die raumschiffartige Verpackung, könnte man heute sagen, für ein Auto, war damals keinesfalls ein Selbstzweck. Ja, natürlich ist man damit nicht schneller gefahren, aber man hat sich dazu bekannt und es wird das Gefühl der damaligen Zeit, dass einem diese Zukunftsperspektive und der Glaube daran so unglaublich wichtig ist. Ja, und das wollte man für sich auch zelebrieren. Und jetzt steigen wir für euch gedanklich in so ein bisschen so ein Auf und Ab, ja, oder links und rechts in so eine Kurve ein und kommen wieder zurück. Aus diesem Styling-Thema und aus den USA nach Europa. Und ihr werdet sehen, das Bild sieht jetzt wieder völlig anders aus, ja, was da vor euch ist. Wir sind funktional, wir sind schlicht, wir sind wahnsinnig reduziert. Also keine Heckflosse, kein nichts.
manchmal noch nicht mal eine separate Farbe, sondern weiß und das Material als solches. Das ist ganz schön wenig, ja, und möglicherweise ein bisschen kalt, vielleicht auch ein bisschen abstrakt. Aber es ist am Ende nicht untypisch zu dem, wie wir als Menschen auf unsere Umwelt reagieren. Eine erstmal zu einer gewissen Größe geführt und es bestimmt nun unsere Umwelt. Und wir sind dann auf der Suche danach, was wäre da eigentlich ein Gegengewicht? Ja, die ersten brechen das aus und sagen, das ist mir zu viel. Brauche ich denn das alles? Geht es nicht mit weniger? Und an der Stelle werden wir uns dann nochmal kurz mit Dieter Rams befassen. Das ist die dritte Person, die aus meiner Sicht sehr, sehr relevant ist und auch noch lebt, von nicht wenigen als der wichtigste lebende deutsche Designer bezeichnet wird. Und von ihm stammt dieses Regal. Und von ihm stammen aber aus einer ganzen Reihe von Produktentwürfen noch die 10 Thesen, die wir im Feld des guten Designs noch intensiver behandeln werden. So, und jetzt sind wir wieder auf unserer Achterbahnfahrt exakt in die andere Richtung unterwegs. Fragen uns ja, wenn das Weiße, das Reduzierte uns eigentlich eher abgeschreckt hat, uns als Menschen nicht mit all unseren Bedürfnissen aufgenommen hat, was wäre? Na, und die Alternative ist im ersten Schritt natürlich, ja, das komplette Gegenteil. Formen und Funktionen. Ja. Guckt einfach hinten auf das Regal. Es sieht mehr so aus wie so eine Art Baum oder Kaktus. Und die Regalböden sind plötzlich schräg. Schaut vorn auf die Sofas und Stühle. Die wenigsten davon sehen jetzt unbedingt einladend aus. Was sie aber jeweils sind, sind ein Statement, genau wie die Heck. Ein Statement zu sagen, ich will an dieser Stelle anders sein. Ich möchte mich an dieser Stelle anders ausdrücken. Diese Farbigkeit und dieses Überbordende, das gehört zu mir. Und auch dieses Spielerische, dieses Lustige, dieses nicht alles ernst nehmen, auch das gehört zu Ja, nicht verwunderlich, dass der Name, den ich jetzt bringe, jetzt nicht unbedingt aus Deutschland kommt, sondern dass das ein Thema getrieben wurde, was in Europa, zum Beispiel in Italien, sehr, sehr groß war. Ja, und die Memphis Group aus Mailand hat das Gleiche gemacht wie Raimund Löwy vorab, wenn auch nicht so sehr auf Technik fokussiert. Ja, die haben auch eine neue Umgebung für uns geschaffen und angefangen mit Stühlen und Mobiliar, Besteck und Tassen, um zu sagen, die Ausstattung des Menschen ist das, was den Menschen macht. Und wenn wir die verändern, dann können wir auf die neuen Bedürfnisse, die wir haben, auf unser eigenes Verständnis ganz, ganz anders einwirken. Und jetzt sind wir dann schon an der Jahrhundertschwelle angekommen. Dieses ganze Retro-Thema und die Bezüge auf die unterschiedlichen Zeitschichten. Das habt ihr jetzt als Prinzip verstanden und es hat sich aufgrund sehr individuell unterwegs zu sein, dann einfach beschleunigt. Ja? Die Zyklen wurden kleiner, die Modeausschläge höher und die Reaktionen in der Industrie waren plötzlich möglich. Ja? Also den Beetle, den ihr jetzt hier in seiner zweiten Generation seht, den gab es vorher, fast noch postmodernistischer. Sogar eher so Smiley-artig, cartoonig, noch überzeichnet, dann ist das, was ihr hier seht, schon das Zurückdrehen, ja, auf eine Analogie zu dem ehemaligen Beetle, ja, dem VW Käfer, der so das war und in Mexiko noch ewig lange zum Beispiel gefertigt wurde. Und inzwischen ist das Auto aber eingestellt, ja, weil es aufgrund dieses starken Retro-Bezuges so viele Kompromisse bezüglich der Funktionalität gemacht hat, dass das heute nicht mehr zu tragen ist. Ja? Und insofern muss man heute andere Aussagen treffen. Die meisten SUVs sehen weit weniger knubbelig und freundlich aus als dieses Auto.
sondern eher sportlicher und aggressiver. Das ist halt die Erwartungshaltung, mit der man aktuell auf so ein Auto schaut. Und insofern ist dafür gerade kein Platz. Und das ist was, was ihr im Kopf haben müsst, dass die Frage, wie modern, wie zeitlos, sich nicht lösen lässt von dem Punkt, an dem man auf das Objekt schaut. Und deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, in welchen Horizonten denkt man denn über so etwas nach. Ja? Und in dieser Form des Pluralismus, nämlich einem Raum der ganz, ganz vielen Möglichkeiten, ist es jetzt an der Zeit zu sagen, wir haben keine starken Zeitströmungen mehr, die alles bestimmen würden, sondern an die Stelle dieser Zeitströmungen sind kulturelle Gegebenheiten getreten, temporäre Gegebenheiten, inhaltliche Gegebenheiten. Ja? Das Thema Nachhaltigkeit hat für den Designbereich zu ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auf recycelte Materialien geführt, obwohl das aus Nachhaltigkeitsperspektive betrachtet natürlich nur eine Facette ist. Aber diese Facette ist dann plötzlich sichtbar in den Produkten und insofern wird die erstmal sehr, sehr stark gespielt. Ja? Das Thema Farbigkeit bekommt jedes Jahr eine neue verordnete Farbe. Ja? Die orientiert sich an Gegebenheiten, die wird aber auch ausgerufen, um dann auch eingelöst zu werden. Und insofern ist da ein schönes Wechselspiel zwischen, wer macht denn eigentlich die Trends, wer vollführt die Produkte zu diesen Trends. Und das ist ein sich, man kann sagen, immer mehr beschleunigender Kreislauf, der in den letzten 3 bis 5 Jahren alleine dadurch einen Knacks bekommen hat, dass wir sagen, na, vielleicht wollen wir diesem Wettbewerb eigentlich gar nicht mehr teilnehmen. Ja? Vielleicht ist es doch ganz hilfreich, mal darüber nachzudenken, ob ich alle Dinge aller 3 Jahre neu brauche. Und plötzlich ist da wieder Raum da, dass Design diesen Trends nicht folgen muss, nicht jeder Individualisierung, sondern eben zeitloser sein kann und darf. So, und jetzt habt ihr ein Miteinander von allen Richtungen, von allen zeitlichen Ansprüchen und von allen individuellen oder kulturellen Prägungen. Und das macht es super schwierig zu sagen, wo soll es denn eigentlich hingehen? Und insofern ist es extrem wichtig, dass in dem Designprozess diese Orientierung wird. Ja? So, dann lasst uns diesen schnellen kleinen Exkurs jetzt an der Stelle mal kurz für euch zusammenfassen und diese Zusammenfassung nochmal dafür nutzen, jetzt eure Fragen zu diesem Exkurs tatsächlich zu sammeln. Insofern, zwischendurch haben einige von euch nochmal so ein paar technische Fragen in den Chat gestellt. Die hat Felix netterweise zum Teil beantwortet und zum Teil aufgenommen. Das würde ich gerne ans Ende stellen. Jetzt tatsächlich eine kurze Zusammenfassung meinerseits für euch nochmal einen Überblick und dann vielleicht so 5 bis 10 Minuten ja, Fragen in dem Chat. Also, wir haben angefangen bei Design. Ja. In der Zusammenfassung lasse ich den Vor-Design-Teil hier mal weg und wir haben das auf Produktebene besprochen. Wir haben uns dann damit beschäftigt oder eigentlich vor im Vorgriff, ja, was ist denn überhaupt der Kern von Design? Diesen Innovationsanspruch und diese Schnittstellenfunktion haben wir ein wenig vertieft betrachtet an einer Reihe von Beispielen. Und dann haben wir uns aber angeguckt, was ist der Ursprung? Das sind die Bedürfnisse der Nutzer und Nutzerinnen. Das sind die Kontexte und dann daran koppeln sich dann. Ne? Und in diesem Kontext findet sich dann auch tatsächlich etwas wieder, was man neu interpretieren kann. Und das sind dann neue Interaktionsformen mit Technik von heute, möglicherweise Technik von morgen. Und die sehen dann so aus, dass es zwischen dem Produkt plötzlich verschwimmende Grenzen gibt. Ja, und die Roboter oder Cobots dafür schon ein ganz gutes Beispiel. Jetzt ist Zeit und Raum für euch, um zu sagen,
Wie gehen wir hier eigentlich weiter? Was für Fragen habt ihr zu dem, wo wir jetzt gerade stehen? Und ich würde diesen Stapel an Bildern hier für den Moment eigentlich gern liegen lassen, und freue mich auf eure Fragen an der Stelle. Der Spaziergangsempfehlung von Vitus stimme ich natürlich gern zu. Würde mich freuen, wenn ihr im Zweifelsfall da tatsächlich auch so eine kleine Entdeckungsreise geht, und bin gespannt, mit was für Eindrücken ihr da zurückkommt. Aber nichtsdestoweniger wäre jetzt Zeit und Raum, nachdem ich euch so ziemlich intensiv durch 100 Jahre Design geschleust habe, nochmal Themen zu spiegeln, die für euch wichtig sind und zu denen ihr Rückfragen habt. Da ihr bezüglich der Fragen noch so ein bisschen vorsichtig seid, würde ich dann zumindest mal um so ein ganz kurzes Feedback bitten. Ja, Daumen hoch, Daumen runter, Smileys, was auch immer ihr tun wollt, um zu sagen, okay, habe ich euch damit abgeholt? Ist das, was ihr erwartet habt? Hat euch dieser Einblick schon mal weitergeholfen? Das ist schön. Keine Rückfragen, ist immer schon mal ein nicht so schlechtes Zeichen. In Anbetracht dessen, dass vielleicht wirklich nicht so viel offen geblieben ist. Aber mischt euch gerne noch ein bisschen ein, ja? Also es ist eure Lehrveranstaltung, und umso mehr ihr das zu euch zieht, indem ihr Fragen stellt, die euch interessieren, umso mehr nehmt ihr mit aus der Veranstaltung. Und 44 Zuschauer ist jetzt auch ausreichend anonym, um da mal so ein bisschen loszulegen. Ja, vielen Dank für die Daumen hoch. Als erster Einblick super. Ja, wichtige Frage. Schöne Frage. Charakteristische Designtrends aus dem asiatischen Raum. Das ist was, wo ich persönlich sagen muss, da bin ich selbst, fände es aber super spannend, nehme es gern mit. Wir werden einfach mal schauen, dass wir mal vielleicht so einen 10-Minuten-Exkurs in den nächsten Wochen einstreuen. Vielleicht sogar mit dem Blick auf Kärcher, weil für Kärcher ist der asiatische Markt zum Beispiel ein großer. Nehme ich gern mit. Super. Timothy fragt, was waren die konkreten Anhaltspunkte, weg von der Designlast hin zum cleanen Funktionalitätscharakter in den 40er Jahren zu gehen? Ja. Ich glaube, auch das ist eine ganz menschliche Einschätzung, zu sagen, da, wo ich tatsächlich ein Gap empfinde zwischen dem, was transportiert ist, und dem, was ich eigentlich transportieren kann, ja. Also warum soll ein Auto, was nur 60 Meilen pro Stunde fährt, aussehen wie eine Mondfähre? Das war halt eine ganze Zeit lang stimmig, weil da so ein großer Fortschrittsglaube da war. Ja? Ab irgendeiner Stelle fühlte sich das falsch an, weil es einfach übertrieben war. So. Und insofern ist das, glaube ich, ein Punkt, dass man das dann dreht. Und wie gesagt, sehr üblich, dass es dann ins nächste Extrem zumindest kippt. So, vielleicht hilft das. Fragt als nächster den Aspekt mit zeitlosem Design und die Auseinandersetzung damit, wie es sich verwirklichen lässt, ein Produkt nicht nach 3 Jahren ersetzen zu wollen. Sehr spannend und wichtig. Das kann ich nur unterstreichen und nehme das als Hinweis auch für uns hin. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Also ich bin selbst einige Jahre Fairphone-Nutzer gewesen,
Und das ist ja so ein Ansatz, wo man genau das tun wollte. Ja, dann aber einen Service und Produkte anzubieten, die auch tatsächlich nach 3 oder auch nach 5 Jahren noch funktional sind, die unterstützen kann, das ist ein ganz anderes Unternehmensmodell. Und insofern ist es als Anspruch super, super spannend und als Aufgabe, um das zu lösen, aber manchmal wirklich schwer. Könnte man vielleicht von allen Weltmärkten gewisse Spezifika erläutern und aufweisen? Ja, nein. Also tatsächlich gibt es Spezifika und nicht wenige scheitern an diesen Spezifika. Ja, zum Beispiel hat Volkswagen ewig lange gebraucht, um auf dem amerikanischen Markt Fuß zu fassen. Diese Spezifika lassen sich aber möglicherweise nicht mehr nur an der Orientierung auf dem Globus, ja, festmachen. Wir werden uns ein bisschen reinschauen in das Thema Milieus. Ja, welche Anspruchsgruppen gehen mit welchem Blick auf ihre Produkte? Und ich glaube, es gibt eine ganze Anzahl an so hilfreichen Tools. Man kriegt aber keine Ja-Nein-Antwort. Ja, wenn ich das berücksichtige, wird es gut. Und ihr werdet nächste Woche sehen, mir übernächste Woche bei dem guten Design. Es gibt in deutschen Designpreisen so welche Rechnung. Und es gibt deutsche Designpreise oder aus Deutschland koordinierte Designpreise in Asien. Wir haben da super viele Überschneidungen. Und an manchen Stellen gibt es echt Dinge, die große Unterschiede aufweisen, an anderen Stellen sehr, sehr viele Parallelen. Ich hatte vor meiner Arbeit Schwierigkeiten mit dem Industriedesign. Beispielsweise muss der Winkel einer vorderen Ecke eines unbemannten gepanzerten Fahrzeugs lange getestet werden. Ja, auch das ist absolut richtig. Es gibt super häufig Konfliktlinien zwischen den funktionalen Anforderungen, ja, im Zweifelsfall einem Sicherheitstest und dem, was man gestalterisch da eigentlich erzielen möchte. Das ist der Normalfall und diese Konflikte, ja, die da auftreten, führen auch dazu, dass es manchmal ganz überraschende Lösungen gibt. Ich gebe aber auch zu, dass diese Konflikte in Praxis aufzulösen oft keine einfache Geschichte sind. Ja, und da braucht es viel Zeit und Raum, um das gut für beide Seiten aufzulösen. So, wie können diese verbessert werden? Das werden wir uns in den Prozessen anschauen. Ich glaube, da gibt es durchaus Ansätze. Ob die immer in großen Unternehmen umsetzbar sind, wird man sehen. So, Olivers Frage würde ich jetzt gern noch mitnehmen. Dann, wer noch möchte, schiebt noch eine oder zwei Fragen nach. Danach würde ich dann fortsetzen, um weiter in die Vorlesung zu kommen, und dann noch ein paar formelle Fragen auch von euch zu beantworten. Wir tendieren ja wirtschaftlich immer mehr dazu, Produkte zu verbessern, anstelle von neu zu schaffen. Inwiefern ist da die Entwicklung des Designs in Bezug darauf, fragt Oliver. Also, ich finde, das ist ein super spannender Ansatz. Der trifft momentan leider noch auf nie so viele Produkte unserer Produktumwelt tatsächlich zu. Ja, also, dass wir aktuell Produkte haben, die Schnittstellen aufweisen oder so konzipiert sind, dass sie über lange Jahre gepflegt und weiterentwickelt werden können, das ist noch längst nicht Usus. Da haben wir echt noch einen langen Weg vor uns. Und insofern ist da total viel Platz und Raum, das aus Designsicht gerade zu behandeln. Im Design würde das plötzlich ganz andere Fragen aufwerfen, die wir bisher zu selten gestellt haben oder auch bei uns nur am Rande gestellt wurden. Also eines der Hauptthemen ist, dass es inzwischen Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich anschauen, wie denn Modifikationen von Nutzerinnen und Nutzern aussehen. Ja? Also ich als Designer, Designerin glaube ja immer, das bestmögliche Produkt geliefert zu haben und werde dann aber von den Nutzern meines Produktes darauf hingewiesen, dass das und das und das eigentlich noch nicht so richtig passt. Meistens nicht, indem die mir einen netten Brief schreiben und sagen, okay, ich warte 4 Jahre, bis das Produkt jetzt bei euch wieder durch ist und besser ist, sondern indem die selber anfangen, das zu modden, umzubauen, zu hacken, was auch immer. All das ist da draußen inzwischen ja möglich und auch Usus, zumindest in einigen Gesellschaftsschichten. Und das ist ein spannendes Feld, weil daraus würden sich eigentlich Schnittstellen ergeben, die wir zum Beispiel im Softwarebereich mit offenen Schnittstellen schon haben. Ja? Wo es einige Produkte gibt, nicht wenige, möchte ich im Vergleich zur Hardware sagen, die von sich aus sagen, okay, das ist das Produkt, soweit wie wir kommen.
Wir stellen euch als Community jetzt aber Schnittstellen zur Verfügung und wir legen Daten offen, damit ihr damit weitermachen könnt. Wir treten in Austausch mit euch, um selber was davon zu lernen und unsere eigenen Produkte besser zu machen. Wir schaffen aber auch Raum, eure Ideen und eure Ressourcen an etwas anzukoppeln. Das ist in der klassischen Produktwelt, wenn ich jetzt von 3D spreche, leider noch längst nicht üblich. So, dann sage ich erstmal ganz vielen Dank, weil das hilft uns tatsächlich sehr und ich hoffe, der Fokus für euch ist dann auch ein deutlicherer. Wenn ihr, egal in welchen Formaten wir diese Woche hier zusammengekommen sind und nächste Woche wieder zusammenkommen werden, so viele wie mögliche dieser interaktiven Kanäle nutzt. Ja. So, jetzt für euch nochmal so als kurze Reflexion, wo würdet ihr es zeitlich einordnen? Ja. Wir haben gerade so ein bisschen über Inhalte gesprochen. Bringt es mal für euch selbst noch in eine kurze zeitliche Abfolge. So, die ersten drei, ich glaube, sind nicht so. Ne? Wenn ihr nochmal da reinschaut, vor der vorletzten Jahrhundertwende, also vor 1900, ja, könnt ihr sagen, ohne Design, dann gab es super viele Brüche und Entwicklungen genau in den 1900er Jahren, ja, im Jahrhundertwechsel, gesellschaftliche und industrielle Revolution. Dann sind wir irgendwie in den nach 1900er, 1920er, 1930er Jahre. Und hier wechseln wir dann ein bisschen in Richtung des Bauhauses. Nochmal ein komplett neuer Zugang zu neuen Arbeitsformen, Interdisziplinarität. So. Die nächsten Bilder für euch zum Einordnen. Auch hier wieder als dieser Dreischritt. Wann sind wir jetzt tatsächlich unterwegs? Ja, eine Aufbruchszeit, 50er Jahre, 30 bis 60, habe ich auf der Folie geschrieben, weil es je nachdem, wo man sich auf der Welt bewegt, durch ein unterschiedlicher Fokus ist. In der Mitte von Europa, gezeichnet von einem Zweiten Weltkrieg. Auch der Fokus auf diese Moderne, die Reduktion der Funktionalismus. Und dann sind wir in den 70er, 80er, Anfang der 90er Jahre, in dem wir sagen, das ist uns einfach alles zu wenig. Wir wollen gern mehr expressiver, mehr in Frage stellen, Konventionen brechen. Ist denn das, was wir da haben, alles tatsächlich noch gültig? Ja, und da sind wir mitten in der Postmoderne. Und dann sind wir wieder an der. Dann sind wir irgendwie da, wo wir heute sind. Und inzwischen könnte man zumindest für den Teil sicher zumindest nach außen hin nachhaltigeres Bild schon wählen. Ja, weil es ist wirklich zum Glück für uns alle ein großes Thema. Die Wahrheit liegt davon aber noch ein ganzes Stück weit weg, weil noch längst sind wir nicht da, dass wir sagen, nachhaltiges Food- oder Handprint-orientiert und entsprechende Produkte sind tatsächlich zu einem großen Anteil Teil unserer Lebensumwelt. Zusammenfassung auf eurer Seite. Und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem, was wir heute haben. Ein paar formelle Eckpunkte. Ihr habt schon im Chat gefragt, ob wir heute das Praktikum haben.
Nein, natürlich habt ihr das gelesen. Und leider ist auch die Antwort mit diesem digitalen, dass wir euch keine Antwort, die andere Antwort geben können. Ich befürchte, dass wir da im Einklang sind mit den meisten Kolleginnen und Kollegen. Wir werden so viele wie mögliche Brücken bauen, um euch richtige Produkte dann nach Hause zu geben oder euch hier auf der August-Bebel-Straße zugänglich zu machen. Die allermeisten Kunden und der Austausch zu den Themen wird aber digital. Wir haben damit aber durchaus gute Erfahrungen und insofern seid da nicht zu enttäuscht. Ich glaube, wir bekommen das gut hin und ehrlicherweise an der anderen Stelle auch den einen oder anderen Vorteil. So, formell trotzdem noch kurz zu den Punkten, was eigentlich um die Vorlesung herum und in der Vorlesung. Ein wenig Literatur- und Recherchearbeit zur Vor- und Nach könnt ihr super gern selbst vornehmen. Wir geben euch da immer Ansatzpunkte oder stellen konkrete Hausaufgaben. haltet euch im Moment netterweise nochmal ganz kurz mit den Fragen im Chat zurück. Ich schnell die Vor kommentieren und Fragen zu gehen, sonst haben wir so eine wilde Doppelung. Ich glaube, die beruhigt euch zumindest jetzt nicht. Insofern würde ich nicht zu sehr gerade springen. Seid also nicht unzufrieden, wenn ich mir nicht Fragen eingehen. Innerhalb der Vorlesung wird es von eurer Seite noch Impulsreferate geben. Diese Impulsreferate werden von euch in Gruppen erarbeitet. Diese Gruppen sind diszipliniert. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr werdet eine Gruppe finden oder zumindest die allermeisten Gruppen mit Leuten, die ihr kennt. Ja? Über Opal eintragen. Die Themen werden im Mai ausgegeben. Nicht da jetzt sicher. Ja, wird schon passen. Ach nee, die, genau. Also die korrekt. Schlecht aufgeschrieben. Entschuldigt bitte. Also die Ausgabe der Themen erfolgt am 29. und ab dem 20. Mai zu die, wie diese Impulsreferate aussehen, was das für einen Aufwand für euch bedeutet. Nur an anderer Stelle. Ihr müsst da jetzt nicht irritiert sein, aber die Teilnahme an diesen Impulsreferaten als aktive Vortragende ist Bestandteil der, des Moduls und insofern von euch. Der nächste Punkt ist die Prüfung, die ihr am Ende haben werdet, bevor wir dann natürlich nochmal tiefer zu dem Praktikum sprechen. Die Prüfung wird digital stattfinden und die Prüfung wird die aber den kleineren Teil der Prüfung ausmachen. Also, wenn ihr die Zusammenhänge versteht und wenn ihr die Bezüge zu den Themen aufnehmt, dann ist es für die Klausur eine gute Vorbereitung. Die Klausur wird sich nicht dadurch bestreiten lassen, Möglichkeiten zu haben. Und ihr werdet für die Klausur alle Unterlagen verwenden können. Insofern hilft es hoffentlich. Zusatzpunkte für die Klausur sind über die Hausaufgaben zu erzielen. Zu den Hausaufgaben kommen wir gleich. Danke, Leon, für deine Frage. Also sind die Impulsreferate Teil des Praktikums? An der Stelle formell nein, sondern formell sind die Teil davon. Nichtsdestoweniger haben wir drei unterschiedliche Prüfungsordnungen und Modulbeschreibungen, weil ihr aus drei unterschiedlichen Fakultäten teilnehmt. Ich hoffe, es bleibt weiter bei drei. Das macht es manchmal nicht einfacher. Und insofern, wenn du bei der Notenbeschreibung reinguckst, dann ist es so, dass die. So, jetzt zum eigentlichen Teil, nämlich dem Praktikum. Hier ist es so, dass wir tatsächlich euch gern zum gemeinsamen Arbeiten
bringen wollen. Wir können euch dafür aber aktuell nicht juckeln. Wenn ihr es aber schafft, in irgendeiner Form in Gruppen, ja, 6 Personen sein, dann versuchen wir euch da jegliche Unterstützung zu geben, die ihr irgendwie brauchen könnt, sozusagen. Und multidisziplinäre Teams bilden, haben schon gesagt, dass einer und fünften da den Auftakt tatsächlich mit den Kerser habe ich euch schon verraten. Worum es im Detail geht, wird euch Michael Meyer nächsten meisten von euch ein Begriff auf Hochdruckreiniger. Und genau um einen solchen sehr nah dran ist an euren jeweiligen Lebenswirklichkeiten. Zweifelsfall auch die ein oder andere Anwendung, ob im Garten, auf dem Balkon, für Fahrrad oder so. So dass uns Kerscher eine Reihe von Hochdruckreinigern zur Verfügung stellt und ihr selber damit auch experimentieren könnt. Vermutlich jeweils ein. Wir müssen schauen, wie das tatsächlich dann funktionieren kann. Ist es so, dass die meiste Arbeit zu diesem Praktikum mit zwischen euch und mit uns auf Miro stattfinden wird. Für alle, die das jetzt noch nicht kennen, wir haben heute darauf in der Vorlesung schon explizit einzugehen und das zu nutzen. Das ist ein sehr nutzerfreundliches Whiteboard-Tool mit super, ja, was ihr digital zu jeder Zeit nutzen könnt als Gruppe und mit uns gemeinsam und vorbereitet und gehen dann einfach ganz in Ruhe mit euch durch. Versteht fast nichts, ja, das mag an den formellen Dingen liegen. Bin ich ja froh, dass ihr die inhaltlichen Dinge besser verstanden habt. Und ja, das ist tatsächlich so, ihr habt überhaupt kein Problem, ihr kriegt alle diese Informationen natürlich nochmal schriftlich. Also zunächst kriegt ihr alle Folien. Wäre eigentlich vor der Vorlesung, haben wir heute nicht geschafft, aufgrund der technischen Probleme. Aber am Tag habt ihr die online und könnt euch die nochmal runterladen. Wer die nebenher sozusagen klicken will, reinschreiben möchte. Und Beschreibungen, die Kurzreferate und so weiter. Ja. Ebenso für das Dokument. So. Damit sind wir jetzt meines Erachtens nach soweit durch. Ja. Und ich würde mal die ersten zwei posten für diejenigen von euch, nochmal einfach reinschauen wollen. Es gibt ein ziemlich schönes Buch, das ist inzwischen zwar Design Anfang des 21. Jahrhunderts, knüpft aber zwischen dem, was wir als Designgeschichte gerade behandelt haben und dem, wo es sich denn eigentlich hinentwickelt. Und da sind eine ganze Reihe von Essays drin und unter anderem natürlich gibt es dafür auch ein Vorwort und das lohnt sich da einfach mal reinzulesen. Das gibt es bei uns in der Slub in jedem Fall. Wir schauen auch, dass wir euch das nochmal online rein digital zur Verfügung stellen. Ich glaube, ihr könnt da aber auch selber einfach noch mal gucken. Und wenn ihr Geschichte sich unbedingt noch mal vertiefen wollen, da gibt es ein Standardwerk, das ist vom Herrn Würdeck, das ist 2015 noch mal neu aufgelegt worden. Das einfach mal durchzublättern, auch über die nächsten Wochen, das ist, glaube ich, das Basisdokument, wo man reinschauen kann. Ansonsten solche Themen wie Design dann nochmal in den nächsten Wochen besprechen, wenn ihr andere Zugänge als den klassischen Bücherzugang bevorzugt. Auch das Thema Design Podcast und Co., da gibt es inzwischen total viel. Ein so mittelinhaltlich, mittelformellen Aspekt, es gibt den VDI, ja, den kennen zumindest diejenigen von euch, die mit den Ingenieuren schon mal zu tun haben. Als, glaube ich, den größten Ingenieurverband Deutschlands, Verein Deutscher Ingenieure. Und dazu gibt es den VDID auch.
den Verein Deutscher IndustriedesignerInnen. Ja, die haben ein sehr, sehr schönes, kurzes Dokument aufgestellt als kleinen Kodex. Und dieser Kodex ist inzwischen auch 10 Jahre alt, fasst aber das, was ich gesagt habe, heute nochmal ziemlich gut zusammen und bringt es in eine Prägung, die, glaube ich, hilft, es tatsächlich so ein bisschen als Aufforderung zu sehen. Und insofern schaut da einfach rein und lest da nochmal. So, erste Hausaufgabe zur Eröffnung für diejenigen von euch, die Zusatzpunkte für die Prüfung erhalten wollen und für diejenigen, die einfach entspannt und für die Diskussion in das Thema auch einfach aktiv nochmal einstellen wollen. Und die Hausaufgabe sieht so aus, dass ihr drei Gegenstände raussucht, drei Objekte. Ja, im Zweifelsfall kann man sie sogar zu Interfaces öffnen, die euch ansprechen, ja, designmäßig, euch überzeugen, euch inspirieren. Ihr bekommt davon für uns im Opal zum Runterladen einfach eine PowerPoint-Vorlage, anhand derer ihr das aufbereitet und da einstellt. Ist, glaube ich, keine besonders große Hürde, hilft aber meines Erachtens nach nochmal sehr, um zu vertiefen, was ihr heute verstanden habt und euch einen persönlichen Zugang zu ermöglichen. Ja, welches persönliche Objekt macht denn was mit mir und vielleicht auch warum? Ja, und trage ich was von diesen Objekten in mir, die ich eigentlich schon seit 10 Jahren cool finde, oder gibt es was, was im letzten halben Jahr wahnsinnig überzeugend war? Damit das Ganze für uns alle ein bisschen transparenter wird und einfach auch ein bisschen schneller und schöner zu teilen ist, würden wir diejenigen von euch, die das wollen, bitten, das auf Pinterest zu teilen. Ja, wir haben für alle unsere Lehrveranstaltungen ein Pinterest-Board eingerichtet und dieses Pinterest-Board dann ist das für den Designentwurfsprozess und Werkzeuge und ihr findet da die hier aufgelegte Struktur. Noch ein paar Bücher und Referenzen, mit denen geht es los. Das erste habe ich euch heute schon gesagt. Und das zweite sind diese Designobjekte. Ihr findet darin also auch Objekte, die eure Vorgängerinnen und Vorgänger schon da abgelegt haben. Insofern nehmt es gerne als Inspiration und tragt eure Sachen einfach dazu. Wer von euch Lust hat, mehr als drei da reinzupacken, tut auch das gern. Macht dann netterweise bei 5 Schluss, damit und für die Punkte für die Klausur ist es aber notwendig, dass ihr es tatsächlich im Opal als PDF aus der PowerPoint hochladet, genauso wie ihr es gerade lesen konntet auf meinen Folien. Und da ist es so, dass es in der Klausur voraussichtlich wieder 80 Punkte geben wird und ihr 5 Zusatzpunkte erhaltet für die Hausaufgaben. So. Und Hausaufgaben wird es 5 geben, insofern für jede Hausaufgabe ein extra Punkt. Der Umfang dieser Hausaufgaben ist, denke ich, überschaubar. Und wir werden es so machen, dass wir, wenn es technisch sozusagen dann besser funktioniert als heute, jeweils kurz auf das Pinterest-Board schauen. Nächste Woche mit der Einführung von zum Praktikum nicht, aber in der Woche danach schon. Und dann einfach gucken, okay, was habt ihr jetzt hochgeladen, was kann man dazu noch sagen und teilen, sodass wir auch hier die interaktiven Teile, wo wir euch gerne einbinden möchten und es auch für die anderen von euch transparenter machen, nochmal anheben. So, Ausblick auf nächste Woche und vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, um nochmal auf dieses Thema Praktikum einzugehen. Dazu waren jetzt meines Erachtens nach gerade die meisten Fragen. Also, wie ich ausgeführt habe, und deswegen habe ich an der Stelle jetzt gerade auf ein Bild verzichtet, bekommt ihr nächste Woche von Michael Meyer, das ist dem Head of Design von Kärcher Private oder Interior, wird er selber nächste Woche sagen. Also, es gibt einen Industriesektor und es gibt einen Private Sektor und er vertritt den Private-Sektor und er wird sich erstens selbst vorstellen, würde euch was zum Designprozess, zum Design-Team bei Kärcher sagen und es würde ich ein breites Portfolio, was sie bestellen und würde euch die Aufgabe vorstellen. Und dieses Praktikum wird
wie gesagt, dann am 6.5. tatsächlich starten. Das heißt, ihr kennt dann die Aufgaben, eure Gruppen und wir legen dann los. Wir lassen uns so viel Zeit, damit ihr auch wirklich im Thema ankommen könnt. Und dann ist es aber genau so, Felix, hilft mir im Zweifelsfall, wie ihr hier, ihr werdet zugelost, ist vielleicht der falsche Ausdruck, ihr werdet zugeordnet, damit es tatsächlich disziplinär gleich verteilt ist. Ja? So. In jedem Team, also Designer, Vivis und Psychologen zu haben, Psychologinnen und natürlich Designerinnen auch, einen eigentlich nicht. Ach so, das stimmt, das hast du ja schon beantwortet, Felix, wunderbar. Gilt es auch für die Psychologiestudierenden mit Zusatzpunkten? Im Opal steht, dass die Note nur aus der Klausur entsteht. Korrekt. Ja? Also, das ist leider ein Dilemma, was wir schon seit Jahren mit uns herumtragen, was der Anpassung immer noch harrt. Wir haben dieses Jahr die Wings endlich ähnlich ziehen können zu uns. Beim Psychologen steht es noch aus. Tatsächlich ist das Praktikum aus meiner Sicht, und das haben auch alle vor euch bestätigt, ein super wichtiger Baustein der Veranstaltung. Ja, für das Modul ist es auch Teil dessen. Und das, was ihr aus der Lehrveranstaltung mitnehmt, ist für dieses Praktikum auch entscheidend. So, insofern ist die Regel, die wir mit euch als Psychologiestudierenden gemacht haben, jetzt nur bedingt zu euren Gunsten, weil es formell nicht anders möglich ist. Ihr bekommt also auf das Praktikum keine extra Note. Ja? Ihr absolviert das Praktikum nur und die Note ergibt sich nur aus der Klausur. Das ist ein bisschen ungerecht gegenüber den anderen, die in dem Praktikum tatsächlich einen wirklichen Einfluss auf ihre Note haben. Das ist aber formell bei euch nicht anders möglich gewesen. Insofern, das Praktikum zu absolvieren, das gilt für alle hier im Chor Beteiligten. Also für die, die aus der Psychologie kommen, für die, die von den Wirtschaftsingenieuren kommen, genauso für die, die aus dem Maschinenbau kommen. Und die Benotung desselben wird auch für alle Gruppen gleich sein. Ja, natürlich werden wir dann pro Gruppe eine Note vergeben. Die Anrechnung dieser Note allerdings ist unterschiedlich. Das tut mir immer noch total leid. Ich kann es ehrlicherweise nicht ändern. Das können wir immer nur zu einzelnen Zeiträumen und die dauern leider lange. So viel jetzt zu meinen Antworten auf die Fragen, die ich jetzt gerade sehe. Felix, vielleicht könntest du noch mal helfen, zu sagen, welche Fragen ich jetzt vergessen habe, da sie im Chat hochgerutscht sind, offen geblieben sind, die du unterwegs nicht beantworten konntest. Tatsächlich sind alle Fragen soweit beantwortet worden. Das Einzige, was noch offen war, ist die Frage nach den Protokollsammlungen zum Praktikum. Das konnte ich jetzt auch nicht so wirklich einschätzen, was da der Inhalt sein soll von. Oh, den Namen spreche ich 100 pro falsch aus, deswegen gebe ich mir vielleicht gar keine Mühe. Also die Frage ist: Gibt es zum Beispiel Eingangstest oder Protokollsammlung zum Praktikum? Also, das ist schön, das ist ja noch nie aufgekommen. Kann ich aber in anderen Praktika gibt es natürlich einen Eingangstest und eine Protokollsammlung. Nein, ein Eingangstest, noch eine Protokollsammlung, die im Praktikum agiert. Und insofern seht vielleicht, wenn wir übersetzen, die Hausaufgaben als so eine Art Eingangstest, im Sinne, dass ihr vorbereitet seid auf das, was euch im Praktikum erwartet. So könnt ihr das gern sehen und seht das, was ihr im Miro eintragt, dann als eine wird durchaus euer Prozess natürlich für euch alle transparent sein. Ja? So. Und ich hoffe, das hilft zumindest für die Praktikumsfrage. Noch die Frage von Xenia, hoffentlich richtig ausgesprochen, bezüglich der Zusatzpunkte nehmen. Nein, diese Zusatzpunkte sind ein Angebot an euch alle. Ja? Da gibt es keine Abstriche. Die Zusatzpunkte gehen logischerweise in die Klausurnote ein und haben da auch ihren Einfluss.
Na, so. Und nein, wer sich als wen Gedanken macht, ob er Profizeichner ist, kann das heute zur Seite legen. Das ist überhaupt keine Fragestellung. Es ist viel wichtiger, dass ihr euch in euren Disziplinen zu Hause fühlt und dazu was beizutragen habt. Geht in der Hausaufgabe auch Architektur. Ja, wenn ihr guckt im Pinterest-Board, werdet ihr einige Architekturbeispiele finden. Und natürlich könnt ihr auch Architektur, wie sagt man jetzt, Objekte, Gebäude nehmen, solange die in irgendeiner Form sozusagen genau diese Bezüge für euch eröffnen, über die wir gerade gesprochen haben. So, jetzt da wir jetzt wieder zurückgekehrt sind, würde ich noch mal fragen, gibt es jetzt noch heute dringend zu klärende formelle Fragen? Fühlt sich jemand noch super unsicher? Das, was wir machen, ist die Vorlesung zu ausreichend genaue Beschreibungen im Opal hinterlegen. Und wie gesagt, ihr bekommt ab nächster Woche dann noch den Einblick ins thematische Praktikum und dann noch zu Miro und Co. Insofern, ihr seid auf mehreren Kanälen, glaube ich, gut abgesichert. Und wenn alles das nicht reicht, dann schreibt uns bitte eine E-Mail. Ihr findet sowohl meine als auch Felix' E-Mail-Adresse leicht. Ja, auch im Opal könnt ihr darüber schreiben. Und dann können wir das da auch moderieren. Ist das korrekt, Felix, oder haben wir noch irgend, habe ich noch was vergessen? Das ist soweit korrekt. Ich hätte es vielleicht nur noch angefügt, ihr könnt theoretisch auch unter diesem Video hier noch kommentieren. Das werden wir nicht so regelmäßig lesen wie die ganzen anderen Kanäle, aber es ist tatsächlich eine Option für alle, die das Video jetzt auch noch im Nachgang dann gucken. Ansonsten ist wahrscheinlich der unkomplizierteste Weg wirklich E-Mail oder direkt im Opal, was auch auf unsere E-Mail geht. So, und dann wäre jetzt halt Raum für ein oder zwei inhaltliche Fragen. Wer das noch nutzen möchte, super gerne. Und ansonsten würde ich euch bitten, genauso wie ihr das zwischendurch gemacht habt, gebt uns einfach mal ein kurzes hinsichtlich der Veranstaltung. Sind es die Inhalte, die euch helfen? Fühlt ihr euch abgeholt? Was hättet ihr möglicherweise noch erwartet? Einfach ein ganz kurzes Feedback wäre sehr hilfreich. Uns hat es jedenfalls Spaß gemacht und wir entschuldigen uns schon jetzt nochmal für die technischen Schwierigkeiten. Ich hoffe, die sind im Video dann nicht ganz so dramatisch und würde mich jetzt total über euer Feedback freuen. Schon mal eine glückliche Meldung, das ist ja sehr positiv. Genau, und ihr könnt auch sehr gespannt sein auf die nächsten Wochen. Die nächsten Veranstaltungen werden euch auf der inhaltlichen Ebene nochmal einiges Neues bringen und dann am 6. Mai mit dem Praktikumseinstieg werdet ihr auch deutlich mehr selbstständig arbeiten und auch in euren Gruppen. Die Betreuung wird dann auch über uns zwei hier hinausgehen. Es werden dann pro Gruppe jeweils ein Betreuer zu euch zugewiesen. Und wie Jens auch schon gesagt hat, gerade die ganze Schnittstelle Miro werdet ihr auch in vollen Zügen genießen können. Und das ist eigentlich ein ganz guter Weg, digital trotzdem gemeinsam arbeiten zu können. Oder direkt wirklich im Opal. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass die meisten der tendenziell noch offenen Fragen mit den nächsten Nachrichten und Mitteilungen im Opal und den zugehörigen Dokumenten abgefrühstückt werden können.
Sollte da trotzdem noch irgendeine Unklarheit sein, dann bitte einfach nochmal schreiben. Dann sagen wir von unserer Seite nochmal ganz vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit euch heute, der Auftakt. Und wir freuen uns schon auf die nächste Woche und auf eure Hausaufgaben im Pinterest-Board. Habt viel Spaß. Noch eine schöne erste Woche. Hoffentlich. Und dann bis dahin.